Dankbarkeit und Zufriedenheit. Hallo und herzlich willkommen bei Mental Radio und zu einer weiteren Folge, um mental fitter und jeden Tag besser zu werden. Der Unterschied zwischen Dankbarkeit und Zufriedenheit ist folgender. Für Dinge, die wir bereits haben und jeden Tag erfahren dürfen, sollten wir dankbar sein. Darunter fallen auch Dinge wie beispielsweise Menschen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen dürfen, oder für die Nahrung, die wir täglich aufnehmen dürfen. Dankbarkeit stellt ein wichtiges Konzept in unserem Leben dar. Denn wenn du jetzt schon nicht für die kleinen Dinge dankbar bist, wie sollst du dann Größeres erschaffen und dafür dankbar sein? Zufriedenheit dagegen ist aber eine Gefahr und schlecht für dich. Wir sollen dankbar sein für das, was wir sind und haben, aber niemals zufrieden. Denn sowohl in der Natur als auch bei uns Menschen wächst alles, was lebt. Wenn etwas aufhört zu wachsen, dann lebt es nicht mehr und stirbt. So ist es auch mit der Zufriedenheit. Wer aufhört, unzufrieden zu sein, der lehnt sich zurück und hört auf zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Wenn wir unzufrieden sind, dann haben wir den Hunger, uns zu verändern und stetig wachsen zu wollen. Jeden Tag besser zu werden und besser zu sein als am Tag davor. Was treibt uns aber meistens an? Wo sind wir unter anderem in unserer beruflichen Situation meist unzufrieden? Zu wenig Herausforderungen? Erfüllung und Sinn fehlen in unserer Tätigkeit, zu wenig Einkommen, keine Aufstiegsmöglichkeiten, wenig Handlungs- und Gestaltungsspielraum, die Arbeit macht uns keinen Spaß mehr. Erfolgreiche Menschen im Beruf oder in einer selbstständigen Tätigkeit haben eines gemeinsam, und zwar waren diese Menschen auf irgendeinem Gebiet des Lebens unzufrieden. Unzufriedenheit muss positiv und nicht negativ gesehen werden. So wollen wir konstant lernen und wachsen. Denn Zufriedenheit macht faul, deine Leistungen lassen nach und die Fortschritte stagnieren. Erfolg muss wachsen, denn ansonsten schrumpft er mit der Zeit zusammen. Erfahre somit die Außerordentlichkeit und nicht die Normen des Durchschnitts. Sei auch du unzufrieden und fange an, dich stetig weiterzuentwickeln und wirklich erfolgreich zu sein. Bis dahin, macht's gut, ciao.